Hallo und willkommen zurück bei Thief. Ja, fällt mir immer noch schwer, das richtig auszusprechen. Ich meine, mein Englisch ist in Ordnung, aber irgendwie, ich bin Dark Project gewöhnt. Huch. Und ich muss die Controls mal wieder innekriegen. Yay! Das war eben strange. Wir haben im letzten Mal ja ein bisschen was an der Hauptstory gemacht. Jetzt haben wir wieder ein paar Nebenquests vor uns, die wir auch angehen wollen. Als erstes sollen wir mal Basso treffen. Hauptstory-technisch. Gut, zudem sollen wir und wollen wir sowieso wegen Nebenquests. Wir schauen uns ein bisschen in der City um, wenn sich das machen lässt. Ich weiß nicht, wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, nicht rausgeguckt, oder? Nee, wir waren im großen Tresor, der dann mitsamt Gebäude runtergekracht ist und wir sind gerade so entkommen. General Arsch hat uns verfolgt und zum Glück nicht bekommen. Und naja. Also der Diebesfänger-General, um genau zu sein. Es ist so ein ekliger, widerlicher Typ. Also, haben sie richtige Charakterrolle erschaffen. Es so richtig, passt richtig, so ein Charakter, den man richtig hassen kann. So. Naja, gut. Gucken wir mal. Revolte in der Stadt. In der Sch Stadt. Stadt. Mit den Bäh. Runden des Barons. Die Aha. Revolution hat Blauben. begonnen. Zeit für die Stadt der Dämmerung zu begegnen. Ah, ja. Die Die Kamera Götzen zuckt scheinen aber. genug zu haben und töten jeden, der nicht zu ihnen gehört. Mich eingeschlossen. Ich sollte jede Konfrontation meiden. Ja, eine Wache durch die andere ersetzt. Naja, soll's. Wir wollen zum Südviertel. Boah, warum ruckt denn das gerade so? Hat's doch sonst nicht gemacht. Na, ich hinterfrag das mal nicht. Vielleicht neue Grafiktreiber oder irgendwas. Windows meinte heute auch so, ich hab ein Update. Wollen wir dann rüber ins Burg? Gleich. Die Frage. Da hinten raucht's. Ich glaube, jetzt brennt der Teil, der tatsächlich brennen soll. Ich stelle das mal nicht in Frage. Uns fehlt ja immer noch so ein kleines Goodie, was es hier zu holen gibt. Dazu muss aber tatsächlich ein bestimmter Teil der Stadt brennen, so doof es klingt, um diesen überhaupt zu erreichen. Super Garrett. Unser Meisterdieb. Naja. Das Gerucke geht mir gerade dezent auf den Nuss. Tut der Rücken Die weh. Frage, sind das Zivilisten oder sind das Wachen? Ne, sind Heute Wachen. Nacht wird sich die Wache an ihrem eigenen Recht verschlucken, Bruder. Diese Götzen. Und der Eisentyrann an seinem Fortschritt. Ich muss mal ganz kurz in die Optionen gucken. Kleinen Moment. Ich weiß, voll profimäßig und so. Was ist denn das? Können wir vielleicht irgendwo was einsparen? So mal ganz prophylaktisch. Das ist nicht, diese Rauchentwicklung ist auch ziemlich. Das frisst manchmal. Destillation. Nee, ist nichts umgestellt. Qualitätstechnisch stehe ich nicht. Ich muss schlafen. Weiß der Geier. Liest du Zeitung? Da steht, die Tierkeulung hat funktioniert. In der Tat, die Tiere sind alle tot. Aber die Schwere. Tierkeulung, das klingt auch irgendwie falsch. Gut, wahrscheinlich nur für jemanden, der deutschen Herkunft ist. Es gibt sowieso manche Dinge, die, ich sag mal, unseren ausländischen Mitbürgern. Das ist richtig gemein. Mehrere Worte, also bestimmte Worte mit einer Mehrfachbedeutung, können durchaus gemein sein für jemanden, der eigenen Sprache nicht, also dessen Muttersprache das nicht ist. Fällt gerade kein Beispiel ein. Aber das Thema hatte ich, glaube ich, schon mal. Ah, naja. Die Verstärkung, es ist niemand mehr da. Was machen wir jetzt? Wir sind geliefert, wenn die uns hier erwischen. Tja. Wir kriegen von denen nicht mal einen Karren. Der Wagen wird zerstört. Er ließ sich nicht mehr halten und jetzt reiß dich zusammen. Er ließ sich nicht mehr halten, er musste wohl aufs Klo oder was? Unsere Hand ist auch noch verbunden. Beim letzten Mal, da haben wir ja was abbekommen. Kommen wir dann jetzt zum Schlausten hier vorbei, ohne dass die Jungs uns auf den Nuss gehen?
Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das sieht nach Ärger aus. Na, mal gucken. Nee, das sind tatsächlich diesmal nur einfache Bürger. Ich will hier nicht wieder alles über den Haufen schießen. Schon so ein bisschen doof gerade. Ist hier jemand? Hallo? Nö, da ist niemand. Nur mal nebenbei einkaufen. So ein, zwei Pfeile wären ganz gut. Für was hat man denn Flaschen? Oh, war ja. Flop. Frag mich wirklich, also ich hatte schon mal gesagt, wer schraubt mir die Deckel wieder zu? Geh nachsehen. Ja klar, wenn du meinst. Breitkopfpfeile. Machen wir mal so, dass wir Zähne haben. Oh, Sägepfeile. Zack, zwei Stück. Super. Passt eigentlich. Macht euch fort. Ja, ja, wie du meinst. Gehst da einkaufen und sowas. Aufnahme wird auch ein bisschen kurz gehalten. Ich denke mal, vielleicht eine halbe Stunde. Maximal eine Stunde, denke ich mal. Ich habe noch ein anderes Projekt, was ich aufnehmen möchte. Steve kommt ja nur einmal die Woche, von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Ich das mal ein bisschen kürzer halte. Ich weiß, ich mache das ständig, aber die letzte Aufnahme war relativ lang. Und gucken, ein oder zwei Nebenaufträge, je nachdem, wie sich das hier zieht, in Anführungszeichen. Der Weg ist ganz schön lang wieder, aber weißt, in einer der vorigen Aufnahmen haben wir auch ganz schön gebraucht, um da hinzukommen, wo wir hin wollten, muss man sozusagen. Ich meine, es ist ein Geduldsspiel, in Anführungszeichen, weil es ist ein Stealth-Game, wo man nicht durchrennt wie Rambo. Aber Gesundheit. Aber ist schon ganz schön krass. Gut, ich habe jetzt auch viel verquatscht, da kam noch eine kleine Sequenz. Draußen ist was los. Schon wieder Krankenwagen. Irgendwas ist anders an dir. Moment, ich hab's. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht. Der öftensten Dockschwalbe von Skin Market. Ihr Parfüm hängt sicher noch an mir. Glückspilz. Ich stehe schon 2 Monate auf ihrer Warteliste. Bäh. Das ist auch ein Götzenwache, ne? Bei Hitman könnte ich ihn jetzt wahrscheinlich übers Geländer ziehen. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch geht. Könnte ich auch mal wieder spielen. Aber ich weiß nicht, ob der neue Hitman... Ich hatte ja schon mal versucht, ein Let's Play zu Hitman zu machen. Aber da ist so viel Musik drin, wie das Ave Maria zum Beispiel, dass man dermaßen mit Musik-Copyright eins auf dem Dach kriegt, dass man da so aufpassen muss. Ich meine, ich könnte theoretisch gesehen auch die Musik weglassen, den Ton ausmachen. Aber das Spiel lebt... Also ich bin sonst nicht so für Musik, aber das Spiel lebt so von der Musik, das ist so atmosphärisch, das möchte ich ungern. Der vierte Teil Blood Mini war auch ziemlich gut. Ach, hat er uns jetzt gesehen? Das wäre schlecht. Ja, er hat uns gesehen. Wie geht das denn? Wieso im... Ach so, hier ist extrem Licht durch die Lampe. Das ist auch ein bisschen doof. Ich würde die Lampe gerne ausknillen. Hä, was? Muss ich da lang? Ich glaube, ich laufe gerade falsch. Kann das sein? Überlege ich gerade. Nee, bitte nicht. Pack mal den Bogen weg, Garrett. Ich muss gerade mal schauen. Karten sind da.
Oh, ich muss den Kehlkopf-Ektor noch in die Hand drücken. Ich dachte, das hätte sich erledigt. Huch! Ja, dann machen wir das doch später nochmal. Nee, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Na, hoppala hopp. Ups. Das ist ja jetzt blöd. Ich dachte, die Quest hätte sich erledigt. Da kommen wir auch nicht so rüber, oder? Das wäre auch schön, wenn wir hier so ein Seil da wieder drüben so einmal drüber schwingen. Garrett ist jetzt kein Tarzan. Vor allem die Köter sind trotzdem noch drinne. Ich glaube, der Hund lebt sogar noch. Also gegen alle Erwartungen. Oder? Überall Ratten. Der lebt. Nee, falsche Taste. Den hätte ich jetzt nicht anvisieren können. Weil eben war ja die Rede von Tierkeulung, sprich Tiere übertragen Krankheiten, deswegen werden sie platt gemacht. Und da hat man nicht aufgepasst. Kleiner Logikfehler. Auf. Ein Feind der Dämmerung, echt? Vor allem eine Leiche, der ist K.O., mehr nicht. Eine Leiche. Haut er jetzt den da um? Nee. Vor allem, sie töten alles, was nicht zu ihnen gehört. Das wären die nächstbesten Opfer da, aber die dürfen noch leben. Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm. Gegenteil. Aber es ist auch ein bisschen blöd, ne? Bei der ganzen Lore nicht aufgepasst hier. Hat er noch Geld für uns? Nö. Vor allem Garrett schleppt die Leute ja jetzt so vor sich her, sag ich mal. Im ersten, zweiten Teil hat er sich die über die Schulter geworfen. Man war extrem langsam, hier ist man ein bisschen schneller. Das sah auch lustig aus. So, der Typ sieht ganz beruhigt aus. Immerhin steht keiner dem scheiß Feuer hier. Flop und weg. So. Aufwärts. Mann, 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 Mann. Ist verwinkelt. Ich meine, so eine Mittelalterstadt. Stadt. Ist halt so. Hatte ich die Mausgeschwindigkeit nicht hochgestellt? Wo ist es denn? Maus und Tastatur. Kommt mir so langsam vor. Liegt vielleicht am Seil. Und noch ein Krankenwagen. Alter. Die Leute müssen reihenweise umfallen. Die Tage war es eher so frisch und jetzt schlagartig warm geworden. Und da fallen die Leute wahrscheinlich reihenweise aus Latschen. Na, greif mal zu hier. So. Okay, der ist da. Wir müssen jetzt einfach nur hier hinunter. Ah, oh, so eine Schnellreise wäre geil in dem Spiel. Das hatte ich letztens erst bei Gothic. Es ist eins der neueren Titel, wo es keine Schnellreisefunktion gibt. Bäh. Klaus Günther. Wollen wir nochmal die Fackel austreten? Oh, fuck. Müde? Ich hab doch erst angefangen. Aua. Aua, sag ich schon, aua. Ach, verdammt, Axt. Verpiss dich. Drecksack. Okay, das
So viel zum Thema, ich wollte nicht hier die ganze Stadt zusammentreten. Naja. Hätte ich mal vorher gucken sollen, der kam jetzt aber unerwartet um die Ecke. Oh, schaut mal einer, guck. Ja. Nee, Quatsch. Ich bin total durcheinander jetzt mit der Steuerung. Zu lange nicht gespielt. Und zu viel anderes gespielt. So, der hatte nichts, oder? Ja, der hatte nichts. Dann. Ach, wisst ihr was? Krieg dich auch, wenn er nicht aufpasst. Siehst du? Versteck mich! Ich habe Berthas Blumenbrosche zu Oxford Perry gebracht. Was? Warum? Das ist nicht das Schlimmste. Ich wollte unterwegs in einer Gasse pinkeln und da ist mir das Ding in die Kanalisation gefallen. Du solltest beten, dass dich die Schwermut früher erwischt als Bertha. Das ist auch so ein Hinweis. Ich meine, das hat man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gehört oder wenn dann nur so ein bisschen oder man hat es als Untertitel gelesen. Hier ist noch irgendwo ein Sammlerstück, was im Gulli gelandet ist, weil zwei Hansel nicht aufgepasst haben oder einer. Ja. Gucken wir doch mal. Fast 20 Minuten, um zum Questgeber zu kommen. Ey, beim nächsten Mal renne ich vorher hin, vor der Aufnahme, ey. Oh, weia. Du siehst fast wie ein Mensch aus, besser. Wer das überlebt, was hier serviert wird, der überlebt alles. Wie geht's der Hand? Verletzt. Wie dein Stolz, nehme ich an. Dieser Mistkerl muss kriegen, was er verdient hat. Du musst was für mich tun. Oh. Hast du dein Boot noch? Du solltest dir hier ein Zimmer nehmen. Such dir ein Mädchen und geh mit dir ins Bett, bis alles vorbei ist. Ich muss Nachforschungen anstellen. Es geht um Aaron. Zur Witzfigur. Wenn ihr Geld der übelsten Sorte. Ich muss rüber zur Heilanstalt von Moira. Sag Bescheid, wenn's losgehen soll. Ich bin da. Besso scheint es ein bisschen besser zu gehen. Ach, da oben quatscht der eine Herr auch wieder. Dann gucken wir mal, ob er noch was von uns Wenn du hat. mehr Geld brauchst, hätte ich ein paar Aufträge für dich. Die besten Verträge der Stadt. Tja. Vor allem gerade aus dem Knast raus. Total zerkratzt, angeschlagen. Und, naja. Er denkt immer ans Schon mal Geschäft. von Dayport geträumt? Wein, Frauen, Straßen, die nicht stinken. Das Inventur der Wache alles. klauen. Kisten mit Eintopf. Okay. Du schaffst das, kein Problem. Heiköder. Eddie Lewachs Büro. Wie kann ich euch helfen? Und schnelles Gold für einen wie dich. Ein mich, wieso soll das heißen? Eine Halskette. Okay. Schnelles Gold für einen wie dich. Geht's schief, kennen wir uns nicht. Naja, das Übliche. Was ist ein Jahrmarkt ohne Ah, Attraktion? bleibt mal ruhig, Kollege. Er hat auch noch was für uns, so wie es aussieht. Kommt, nicht so schüchtern. Gute Nachrichten. Ich weiß, wo sich ein weiteres meiner fehlenden Exponate befindet. Gut. Dann braucht ihr mich ja nicht. Nein, Sira. Würde ich mich nächtens in unbekannte Gefilde schleichen? Nein! Ich brauche euch. Es geht um den sagenhaften Oktopus. Oktopus. Ja! Eine erstaunliche Perversion von Mutter Natur.
auf den ersten Blick eine ganz normale Katze. Doch dann... Acht Beine, Sira! Acht! Ist das zu glauben? Nein. Nein, Sir. Bringt meine Laune der Natur zurück, Herr Dieb. Eure Börse harrt meiner Münzen. Das war mein Gedanke gerade. Oh, euer Edelmut lässt Männer weinen, Sir. Man wird gewisslich Geschichten über euch erzählen, Sira. Der Oktopus befindet sich angeblich in einer Privatsammlung bei dem Torhaus zwischen Stone Market und Riverside. Naja, Edelmut, das hat eher was mit Questgeilheit zu tun. Aber naja.